Ja, das Forschungsprojekt Twitter beschäftigt sich mit der Frage, die sehr eng an dem Wissenschaftsjahr sozusagen gekoppelt ist, nämlich mit der Frage, inwieweit Online-Deliberation, also das von Habermas ja als eines der großen Grundkonzepte von Demokratie, spezifizierte Verfahren der Deliberation im Netz stattfindet. Dazu haben wir uns Twitter ausgewählt. Twitter gilt als eines der wichtigsten Diffusionsmedien innerhalb der Politik. Und wir wollen eben herausfinden, gibt es sowas wie Online-Deliberation? Machen Menschen das, dass sie miteinander im Netz wirklich diskutieren, debattieren und unter Umständen sogar entscheiden?